Heute haben wir einen großen Sieg errungen. Wir haben nun die Möglichkeit, das Amulett der Könige von Mankar Camoran zurückzuholen. Aber wir müssen rasch handeln. Camoran wird nicht lange brauchen, bis er erkennt, in welcher Gefahr er schwebt. Denkt daran, das Portal wird sich hinter euch schließen. Nehmt also alles mit, was ihr braucht. Ich werde das Ritual bei eurer Ankunft in der großen Halle bereit haben. Lebt wohl. Nehmt alles mit, was ihr braucht. Also ich gehe da bestimmt nicht noch ein zweites Mal rein, um irgendwelche Daedra-Säcke looten zu gehen. Das lohnt sich ja gar nicht. Kannst du mir vielleicht noch etwas Zusätzliches zu dem Tor sagen? Der einzige Weg, um alle Tore nach Oblivion auf ewig zu verschließen, besteht darin, dass ich die Drachenfeuer im Tempel des Einen wieder entfache. Unsere einzige Hoffnung besteht darin, das Amulett der Könige von Mankar Camoran zurückzuholen. Vielleicht noch etwas über das Buch Mysterium Xarxes. Ich habe alles Nötige für das Ritual, um mit Hilfe des Mysteriums Xarxes eine Pforte zum Paradies von Camoran zu öffnen. Bedenkt, dass sich die Pforte hinter euch schließen wird und ihr daher alles, was ihr braucht, mit euch nehmen müsst. Super. Gehabt euch wohl, mein Freund. Und das wird dann das eigentliche Finale sein. Denn meinen Pfeil nehme ich noch mit. Heute ist euer Glückstag. Also sagt, was ihr auf dem Herzen... Ach nichts, Leute, ich muss sagen, das hättet ihr auch ohne mich geschafft. So schwer war es nicht. Ich habe so ziemlich jeden Feind, der mir begegnet ist, eigentlich getötet. Vielleicht nicht sofort, weil ich mir eingebildet habe, dass ich im Zeitstress bin. Aber meine Güte, du hast dir dein eigenes Schwert durch die Hand gerammt. Aber... Das war jetzt nicht so bombenmäßig schwer. Ich habe die Schwierigkeit auch nicht runtergestellt. Irgendwie, ich weiß nicht. Leute, ich habe das Gefühl, ihr wolltet mir nur irgendwas wieder aufschwätzen hier. Stone, das wird schwierig sein, Zwinker, Zwinker. Ja, klar. Und ich glaube nicht, dass mein neuer Vulkanglasbogen so dermaßen viel rausgehauen hat, dass er das Blatt vollkommen gewendet hat. Denn der Vulkanglasbogen macht vielleicht auch gerade mal 2-3 Schaden mehr. Vom Basisschaden her. Und wir haben gerade mal einen einzigen Schützenpunkt gegained. Na gut, Leute. Dann werde ich mal die ganzen Schriftrollen und verkaufen und die Pots und die Daedra-Herzen ablegen. Und wir sehen uns gleich wieder. Nach diesem unglaublich antiklimaktischen großen Tor von Oblivion bei Bruma, das wir relativ locker geschafft haben, kommt jetzt der nächste Part, und zwar das Paradies von Mankar Camoran, wo wir uns jetzt hinporten lassen werden. Ich habe jetzt nicht alles unbedingt so ordentlich verkauft oder sowas, aber das ist auch egal. Wir haben nicht mal 100 Pfeile verbraucht bei dem großen Tor. Also werde ich hoffen, dass mir die Pfeile jetzt auch ausreichen werden, die wir immer noch im Inventar haben. Und ohne weitere Umschweife können wir direkt da rein. Vielleicht werde ich noch kurz meine Crab-Seelensteine, die ich hier noch über habe, die wir auch noch kurz gefunden haben, da reinladen. Okay, das wird schon reichen. So, dann wollen wir mal den nächsten großen Teil der Hauptstory machen. Und zwar, wow, Martin hat schon alles für uns vorbereitet. Interessant. Martin? Es ist alles da, was wir für das Ritual brauchen. Ich werde das Portal öffnen, sobald ihr bereit seid. Ich weiß nicht, was ihr dort in Camorans Paradies finden werdet. Aber ich weiß, dass ich dieses Portal, das ich mit dem Ritual aus dem Mysterium Xarxes öffnen werde, direkt hinter euch wieder schließen wird. Ihr müsst einen anderen Weg hinausfinden. Ich glaube, dass Mankar Camoran eine Art Verankerung für das Paradies ist, so wie die Segelsteine die Oblivion-Tore verankern. Tötet Mankar Camoran und sein Paradies wird vergehen. Soll ich das Portal zum Paradies öffnen? Seid ihr bereit? Ja! Öffne das Portal zum Paradies. Geht mit unseren besten Wünschen. Unsere Gedanken werden bei euch sein. Bringt das Amulett der Könige zurück. Seid gewappnet. Ich werde es versuchen, Martin. Ich werde mein Bestes geben. Ach was, natürlich werde ich das holen. Was ist denn das für eine Frage? Sieht fast schon aus wie ein Mini-Oblivion-Tor. Mini-Oblivion-Tor, yeah!
So, eine richtige Speicherung, bevor es in diesen Höllenschlund geht. Und dann mal los, Leute. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich habe Kamorans Paradies erreicht. Das Portal hat sich hinter mir geschlossen. Ich muss Manka Kamoran finden, ihn töten und das Amulett der Könige bergen. Hier sollten wir auch versuchen, ein bisschen geschleicht vorzugehen. Ah, endlich beehrt uns das Katzenpfötchen der Septims auch mit seiner Anwesenheit. Ihr habt doch wohl nicht erwartet, mich ausgerechnet hier überraschen zu können, im Paradies, das ich geschaffen habe. Seht euch mein Paradies an. Gaia Alata in der alten Sprache. Eine Vision der Vergangenheit und der Zukunft. Ich fühle mich fast schon so etwas wie in einem Kaufhaus. Dieser Sprecher, ich glaube, ihr habt mit dem Echo ein klein wenig übertrieben. Und soweit ich das hören kann, wurde auch bei der Audiospur des Sprechers der Kompressor ein klein wenig zu stark angewandt. Und dadurch hört es sich ziemlich stark nach einem Kaufhaus an, wenn er spricht. Aber okay. Wir haben auch keinen Questmarker, wie ihr sehen könnt. Wir sind jetzt einfach in diesem Tor und müssen uns zurechtfinden. Und ich höre die ganze Zeit Kampfmusik, obwohl wir eigentlich nicht mehr im Kampf sind. Sind wir auch nicht? Okay. Dann habe ich die Musik vielleicht verwechselt, weil... Wie könnt ihr am besten herausfinden, ob ihr im Kampf seid? Versucht, irgendwas zu reparieren. Ich weiß übrigens auch nicht, ob es irgendwie besonderen Extra- und Bonus-Loot gibt in dieser Welt. Ich habe nie alle Ecken und Kanten untersucht, aber es gibt hier interessante Pflanzen. Man kann zum Beispiel Ambrosia looten. Hat nur eine einzige Funktion, Lebensenergie wiederherstellen. Und ja, warum auch nicht? Ambrosia könnte euch vielleicht bekannt sein, wenn ihr euch ein klein wenig mit den griechischen Sagen auskennt. Ein weitaus bekanntes Nahrungsmittel könnte man sagen in diesem Bereich. Oh, hier loote ich schon mittlerweile was anderes. Lichor oder wie man auch immer das aussprechen möchte. Ambrosia, das Getränk der Götter. Oder das Nahrungsmittel der Götter oder was auch immer das sein soll. Ich stelle es mir immer vor, wie ein Nahrungsmittel, das Honig ähnelt. Honigähnlich. So, da hinten haben wir noch ein paar mehr von unseren Kollegen. Versuchen wir natürlich auf diese Entfernung hier schon platt zu machen. Das Ding ist, die NPCs sehen uns eigentlich nicht. Seht ihr das? Ich mache immer noch ganz normal meinen Schleichschaden. Und das Lustige an Oblivion-NPCs ist... Wow, da wurde er weggefetzt! Das Lustige an Oblivion-NPCs ist echt, dass die, obwohl sie nicht wissen, wo ihr seid, trotzdem so ungefähr in eure Richtung rennen. Was natürlich eigentlich absolut keinen Sinn macht und unlogisch ist, aber sie tun es trotzdem. Wer weiß warum, und diesmal hat uns aber jemand gesehen. Und wenn uns jemand mal gesehen hat, dann können wir natürlich, wie ihr seht, so weit weg sein, wie wir wollen. Sie werden uns trotzdem noch sehen. Oh, the fuck, was zur Hölle sucht ein nackter Mann hier? Ja, ich habe gerade eben den nackten Mann, der uns wahrscheinlich geholfen hat, getötet. So, dann wollen wir mal mit der Taufe diesen Kerl hier einfangen. Du seist getauft, Sohn! Und jetzt musst du sterben.
Bitte. Was für eine Seele hatte der nette Kerl? Größer, größer, keine, größer, keine. Okay, dann muss es eine größere Seele gewesen sein. Nice. Können wir direkt wieder in die Gouda-Schleuder packen? Verbeugt euch vor der Macht der Gouda-Schleuder. Aufgestiegener Unsterblicher. Eine Keule und eine Reithose. Wieso nicht? Nackte NPCs sind mir die liebsten NPCs. Wir können ja gleich mal testen, ob der Kerl auch uns gegenüber feindlich eingestellt ist. Seht den wilden Garten, wo meine Jünger für ihre höhere Bestimmung die Herrschaft über das neue Tamriel gehärtet werden. Ihr? Wie könnt ihr hier sein? Egal, ihr könnt fürs Dagons Siegeszug nicht mehr aufhalten. Bald werden wir als neue Herrscher nach Tamriel zurückkehren. Ihr jedoch werdet hier im ewigen Garten bleiben. Für immer. Nein! Außer wir töten natürlich euren Chef. Gaia Alata, interessant. Gaia Alata nennt der Meister diesen Ort. Wir nennen ihn einfach Paradies. Dies ist der wilde Garten. Hoch oben auf diesem Berg liegt die Terrasse der Morgenröte. Sie führt zum Palast von Mankaka Moran, Karak Agayaloa. Unter dem Berg liegt die verbotene Grotte. Der einzige Ausweg aus dem wilden Garten. Cool. Vielen Dank, dass du mir gesagt hast, wie ich rauskomme. Nice. Die verbotene Grotte ist der einzige Ausweg aus dem wilden Garten. Alle, die sich die Gunst des Meisters erworben haben, erhalten die Bande der Auserwählten und können den Garten verlassen. Oder ich töte ihn einfach und nehme mir die Bande der Auserwählten gewaltsam. Diejenigen, die die Bande erhalten haben, dürfen diesen wilden Garten für immer verlassen und die verbotene Grotte betreten. Sehr schön. Und was kannst du mir zum wilden Garten sagen? Wir alle sind im Dienste des Meisters gestorben. Hier in Gaia Alata sind wir unsterblich und warten darauf, nach Fürst Dagons Sieg nach Tamriel zurückzukehren. Na gut. Wenn euch das Schicksal wirklich als Helden auserkoren hat, was ich hoffe, so wird euch der Garten nicht lange aufhalten. Hebt euren Blick zu Karak Agayalor, meinen Sitz am Gipfel des Paradieses. Dort werde ich euch erwarten. Das ist aber nett von euch. Hoffentlich werdet ihr mir noch ein angemessenes Angebot unterbreiten, ein Friedensangebot. Wenn ihr mir genug Geld anbietet, genug Goldmünzen, dann werde ich mir überlegen, den Angriff vielleicht etwas zu verschieben. Oh Gott! Wow. Ich wusste gar nicht, dass ihr so schnell seid. Ey! No healing. Oh. Das sollte eigentlich getroffen haben. Oh cool, die Kleinen verschwinden auch gleich, weil sie als Beschwörung zählen. Da. Tada. Unterschätze niemals die Macht des Rückwärtslaufens. Sie wird dir extrem oft den Arsch retten, wenn du ein Bogenschütze sein solltest. Ein Hirsch. Auch wenn das eher wie ein Reh aussieht. Oh Gott. Doi. Jetzt wird das wieder ein Weilchen dauern, bis der stirbt, weil wir keinen Schleichangriff bekommen haben. Sehr schön. Stirb noch nicht. Bitte stirb noch nicht. Ich muss dich taufen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Oh shit, yes. Fühle dich geehrt. Ich werde dich nun töten mit von hinten.